Wunderschönen guten Morgen. Wir machen heute Mittag Shell weiter, gell, und kommen da eben in die Nähe der Programmierung, gell. Und zwar werden wir da über Daten sprechen, das haben wir gesagt schon, gell. Daten werden hier sehr oft wie Zeichenketten betrachtet, gell. Also was wir reinschreiben, das kommt dann wieder raus. Und ja, damit können wir dann auch arbeiten, gell. Haben wir auch schon gesagt, gell, Variablen gelten in der Umgebung, in der wir sie erzeugen. Gell. Es gibt dann eine Möglichkeit, Variablen auch ja, weiterzugeben an aufgerufene Umgebungen. Gell. Aber das sehen wir dann anschließend. Gell. Aber mal prinzipiell, wenn wir eine Variable erzeugen, gell, dann haben wir sie in unserer Umgebung. Und dann, wie gehen wir Variablen definieren? Also entweder implizit durch eine Zuweisung und das ist das, was man meistens macht. Gell? Also geht man einfach her und schreibt dann irgendwo, ja, die Variable ist hallo gell? Und es ist zugewiesen. Gell? Und in dem Moment existiert sie. Oder explizit durch declare. Gell? Also wird seltener gemacht, gibt es aber auch. Wie können wir auf den Inhalt der Variable zuweisen? Das können wir mit diesem Dollar Operator, gell? Also Dollar Variablenname, gell? Oder schöner Dollar und in geschwungenen Klammern Variablenname. Weil damit kann man das auch abtrennen oder man kann es etwas verarbeiten dann auch, gell? Okay. Und ja, schauen wir weiter. Ein- und Ausgabe, haben wir gesagt, Echo, gell? Das ist der Klassiker für die Ausgabe. Weil heute gibt es auch Printf, kann man dann etwas noch, ja, etwas, nicht nur Zeichenketten, sondern man kann es auch anders zusammenbauen mit so einem Formatter, gell? Aber eben meistens sieht man Echo. Und Variablen einlesen mit Read. Gell? Okay. So. Und kommen wir zu ein paar Beispielen. Gell? Erstens ganz wichtig, wenn wir Variablen erzeugen, erfolgt es durch eine Zuweisung. Gell? Und ja, vor dem Ist-Gleich gell, dürfen keine Leerzeichen stehen. Gell? Also dürfen wir da nicht irgendwo Leerzeichen setzen, damit es schöner ausschaut oder so. Gell? Das geht nicht. Gell? Also wenn wir da schauen, A ist gleich Hallo. Gell? Dann sagt doch A nicht gefunden, gell, weil er sagt, er will A aufrufen. Und das, der Rest, das sind dann Argumente für A, gell. Das geht nicht, gell. Also muss man ohne Leerzeichen machen. Gell. Wie greift man dann zu? Echo, Dollar, A und dann kommt Hallo raus, gell. Okay, ja, was können wir noch machen? Versuchen wir mal. Machen wir mal eine Zuweisung und bauen zusammen. A. Gell, was in A steht, Dollar A und dann Hallo. Gell? Also müsste sowas kommen wie Hallo, Hallo. Gell? Probieren wir mal. Machen wir mal. B ist gleich Dollar A, Hallo. Gell? So, schauen wir mal. Keine Meldung, gell? Gute Meldung. Und dann schauen wir, was in B drinnen steht. Echo Dollar B, nichts steht drinnen. Kein Hallo, Hallo. Was wird hier schiefgelaufen sein? Schaut mal. Nach dem Dollar steht A Hallo. Und ja, die Shell sucht jetzt nach der Variablen A Hallo und nicht nach der Variable A. Gell? Also ist das dann wird falsch interpretiert. Es ist nicht abgegrenzt der Variablenname und das, was nachher kommt. Gell? Was muss man machen? Da muss man sowas machen. Man muss den Variablennamen in geschwungene Klammer setzen. Gell? So, versuchen wir das mal. Gell? Also B ist gleich Dollar A. Hallo. Wieder keine Fehlermeldung. Gell? Haben wir vorher auch nicht gehabt. Gell? Und dann gehen wir es mal aus. Gell? Echo Dollar B. Und wir bekommen Hallo, Hallo. Gell? Okay. Ja, also. Wenn wir also hinterm Variablenname nicht irgendwo ein natürliches Trennzeichen haben, sondern es geht da einfach so weiter mit Text, gell, dann müssen wir die Variable unbedingt in geschwungene Klammern setzen, gell, sonst funktioniert es nicht.
Ja, dann schauen wir. Okay, dann machen wir mal ein Hallo, du. Gell? Also schreiben wir. C ist gleich. Gell? Hallo, du. Und ja, probieren wir mal. Hallo, du. Kommt 12 heraus. 12. Und was steht denn in C? Echo. Dollar C. Nichts steht drinnen. Es hat irgendwie nicht funktioniert und es ist 12 herausgekommen, gell? Warum 12? Er hat DU ausgeführt. Und DU, liefert 12, Diskus, gell? Ja, das ist ein Leerzeichen, gell? Und das hat das Ganze dann durcheinander gebracht, gell? Das hat nicht funktioniert. Was müssen wir machen, wenn wir Leerzeichen haben? Wenn wir Leerzeichen haben, müssen wir das entweder unter doppelte Anführungszeichen setzen, gell? Oder wir müssen sagen, dieses Leerzeichen ist kein Trennzeichen, sondern ein normales Zeichen, gell? Und das können wir da mit diesem Backslash, gell? Wir können das so escapen, gell? Können wir also machen. Gell? C ist Hallo du unter Anführungszeichen, gell? Unter doppelte Anführungszeichen. Und wenn wir es jetzt schauen, steht Hallo du drinnen. Gell? Das geht. Oder wir machen hier die Kennzeichen des Leerzeichens, damit es da nicht ein Syntaxelement ist, sondern ein normales Zeichen. Gell? So, auch keine Fehlermeldung. Schau mal gut. Und was steht drin? Hallo du. Gell? Okay. Also, Leerzeichen immer aufpassen. Gell? Und warum schimpfe ich immer und sage, also zum Beispiel in Dateinamen will ich keine Leerzeichen haben, gell? Weil Leerzeichen zum Problem werden können. Gell? Okay. Also im Text, gell, müssen wir, also wenn Leerzeichen sind, das unter Anführungszeichen setzen, gell, oder die Leerzeichen so escapen. Gell? So, schauen wir mal, was passiert, wenn wir beides machen. Gell? Also gehen wir mal schauen. So. Also, keine Fehlermeldung, schon mal positiv, gell? Und was steht drin? Aha. Also wenn das unter Anführungszeichen steht, gell, dann ist das Backslash ein normales Zeichen und kein Syntaxelement, gell? Also, Anführungszeichen bedeutet also, dass das jetzt einfach Text wird, gell? Okay, ja, schauen wir weiter. Machen wir mal Folgendes. In A, was war in A? In A war Hallo, oder? Echo, Dollar A, gell, da steht Hallo, gell? Und da schauen wir mal, jetzt machen wir eine neue Variable. D ist unter Anführungszeichen Dollar A, du. Probieren wir es mal. Also, D ist gleich unter doppelte Anführungszeichen Dollar A, du. So, okay. Keine Fehlermeldung. Schon mal gut. Und dann schauen wir. Echo. Aha. Dollar D. Was kommt denn raus? Das Hallo du. Also, dieser Dollar-Operator, der funktioniert unter den doppelten Anführungszeichen. Es wird also die Variable aufgelöst. Gell? Okay. Also, wir könnten das auch dann in geschwungene Klammern setzen, noch schöner. Gell? So. Okay. Gehen wir es aus. Und hat auch funktioniert, gell? Also man kann in Zeichenketten Variablen auflösen. Und das heißt, man kann also hier in der Shell sehr einfach Variablen in Zeichenketten drinnen auflösen. Und somit kann man Zeichenketten sehr schön zusammenbauen, gell? Also aus mehreren Zeichenketten und konstanten Anteilen wie du und so weiter, gell? Ja, wenn wir jetzt dann noch weiter probieren. Nehmen wir mal die einfachen Anführungszeichen statt den doppelten Anführungszeichen, gell? Also, so, einfache Anführungszeichen. Keine Fehlermeldung, hat also auch funktioniert. Und wenn wir das jetzt ausgeben, oh, dann steht Dollar A, du, gell? Warum? Wenn wir einfache Anführungszeichen machen statt doppelte Anführungszeichen, dann wird nichts mehr interpretiert und aufgelöst, gell? Dann ist das alles, was drinnen ist, einfach Text, gell? Und das müssen wir uns merken. Doppelte Anführungszeichen erlauben uns innerhalb der Zeichenkette
irgendwelche Variablen aufzulösen, gell? Der einfache, Anführungszeichen jedoch nicht, gell? Also dort wird das, was in der Zeichenkette steht, dann 1 zu 1 als Zeichen interpretiert und es wird nichts interpretiert oder aufgelöst, gell? Jo, dann schauen wir weiter. Machen wir mal F ist gleich und jetzt schaut mal, das sind nicht die einfachen Anführungszeichen, sondern das sind diese fallenden, gell? Die kennen wir ja von irgendwoher, gell? Das war eine Kommandosubstitution. Und ja, was wird denn passieren? Gell, das ls, das ist unser ls, ein Befehl, gell? Und die Kommandosubstitution fängt die Ausgabe des Befehls ab und legt sie auf die Befehlszeile. Und was ist denn auf der Befehlszeile? Auf der Befehlszeile ist eine Zuweisung. Das heißt, wir würden also das Ergebnis von ls dem f zuweisen. Und das probieren wir mal. Also ls, hier sind zwei Dateien, gell? Und ja, wenn wir das mal probieren, schreiben wir also f ist gleich nur die fallenden, langsam, so, die fallenden Anführungszeichen, okay, keine Fehlermeldung und Echo $F und was steht drinnen? Add, Badge und House, gell? Also, wir haben hier die Ausgabe von ls abgefangen. Durch die Kommandosubstitution haben sie auf die Befehlszeile gelegt und weisen sie zu. Gell? Also das haben wir jetzt gemacht, eine Kommandosubstitution mit einer Zuweisung. Und da haben wir also das Ergebnis dann aufgeschrieben. Gell? Und andere Sache, gell? PWD gibt ja den aktuellen Pfad aus. Also mit Kommandosubstitution könnte man das aufschreiben. Gell? Also ein PWD sagt uns, aha, ich bin in diesem Pfad drinnen. Ich kann das dann auch zuweisen. Also F ist gleich. Da muss ich die Kommandosubstitution machen. So, okay. Und Echo $F und der Pfad ist aufgeschrieben. Gell? Und ja, so kann man alles Mögliche. Ich kann was ausrechnen, ich kann was zusammenzählen und aufschreiben. Gell? Also ich kann da machen ein Find. Punkt, Punkt, gell, minus type f, gell, also im Verzeichnis darüber alle Dateien dann auflisten, gell, und ich könnte die dann hernehmen und die können sie mal zählen gehen, gell, aha, weil wir 10 minus 11, die Zeilen, 131 Zeilen. Jetzt könnte ich das Ganze nehmen, gell, und ich könnte das dann aufschreiben. F ist gleich die Kommandosubstitution von dem ganzen Ausdruck da, so, keine Fehlermeldung. Das ist schon mal gut, gell? Und Echo $F, was kommt denn raus? 131, gell? Und ja, so kann man dann in der Shell auch so Dinge machen, gell? Also der Fantasie ist freier Lauf gelassen, was man hier alles machen kann. Okay, ja, alternative Schreibweise, gell? In der Bash, gell? Kann man das dann auch so mit Dollar und runde Klammer machen, die Kommandosubstitution. Liest sich zwar schöner, ist aber halt Bash-spezifisch dann, gell? Okay. Ja. Und im nächsten Video, dann die nächsten Variable. Geht's das ausprobieren, gell? Schaut mal, ob das alles so funktioniert, wie wir das hier probiert haben, gell? Bis zum nächsten Mal.